Und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Es ist mal wieder ein weiteres Farbvideo. Die Leute, die mich jetzt schon länger verfolgen, wissen, dass ich diese Serie einfach mega feier. Ihr habt mir unter den letzten Farbvideos ganz viele Vorschläge gesendet und ich habe mich diesmal für Gelb entschieden. Dann musst du auch endlich mal deine Haare nicht färben. Das habt ihr mir auch geschrieben. Ja, deine Haare sind ja schon gelb. Ich dachte mir so, wow Leute, die sind gold. Strohfarben nennt man das auch. Wir können ja heute mal bei Gollum Stroh Extensions sein, Mann. Auf jeden Fall hatte ich keine passende Reithose und deshalb habe ich mir eine gefärbt. Und zwar habe ich das gestern Abend gemacht und habe mich nicht so ganz an die Anleitung gehalten. Aber das Endergebnis, also ich trage die Hose schon, seht ihr erst, wenn ich dann im Stall bin. Aber jetzt machen wir erstmal einen kleinen Throwback in die Vergangenheit. Und schwupp sind wir in die Vergangenheit zurückgereist. Ich werde jetzt diese wundertolle Hose, die ich von einer lieben Freundin aus dem Stall bekommen habe, Johanna, Grüße gehen raus, habe ich die geschenkt bekommen, damit ich die einfärben kann. Denn ich habe natürlich diesmal mir keine gelbe Hose bestellt. Leute, ihr müsst verstehen, ich kann mir nicht für jedes Video hier eine neue Hose bestellen. Irgendwann werde ich pleite sein, einfach nur wegen diesen ganzen Farben. Deshalb nehme ich jetzt einfach so eine gebrauchte Hose, eine weiße, und werde die mit diesem Zeug, was ich mir bestellt habe, oh, andere Seite, Simply Cool oder so heißt es. Sorry, diese Aussprechweise schon wieder. Werde ich das auf jeden Fall einfärben. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin gespannt, ob das klappen wird und ich hoffe. Also ich bete wirklich, dass das klappt. Ich hoffe, dass es nicht irgendwie so fleckig wird oder so. Ich bin gespannt und hoffe, dass es so einfach gleichmäßig gelb wird. Und ich befinde mich auch gerade in diesem strahlenden gelben Pulli von Tom. Danke fürs Ausleihen. Weißt du, was ich lustig fände? Man kann doch immer diese, kennst du diese T-Shirts, wo man so Gummibänder drum macht und die dann einfärbt, dann kriegen die so Kreise, weißt du? Ja, ja. Man könnte doch an den Knien so ein Gummiband drum machen. Nein. Oh. Nein, das machen wir nicht. Aber wie gesagt, ich habe sowas halt auch noch nie gemacht und werde das jetzt erstmal auspacken und mir dann auch noch diese Gebrauchsanweisung durchlesen. Ja, das wäre gut. Vielleicht würde das ein bisschen was bringen. Okay. Hast du sowas schon mal gemacht? Nein, wie gesagt, oh mein Gott, ich dachte, das wäre das ganze Teil. Ich dachte mir so, was ist das denn für eine Schummelpackung? Nein, aber das ist jetzt hier die Textilfarbe. Und Fixierer oder so heißt das. Es ist jetzt echt peinlich für diejenigen, die das wahrscheinlich so immer machen, die sich immer so Sachen einfärben. Ich so, Fixierer ist das? Nein, Leute, ich bin einfach gespannt, ob das jetzt klappen wird. Und dann kann ich die Hose ja schon morgen dann tragen, weil ich die jetzt über Nacht halt noch trocknen lassen muss. Ach, hier steht einfach färben. Für Blondinen. Die flüssige Farbe löst sich sofort auf für eine intensive, gleichmäßige Färbung ohne Flecken, auch in modernen, wassersparenden Maschinen. Aber wir machen das jetzt nicht in der Waschmaschine, habe ich mir überlegt, weil später geht unsere ganze Waschmaschine kaputt und da habe ich echt keine Lust. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach nach oben in die Dusche und werden da, ja, dann diese Farbe reintun. Ich weiß noch nicht genau, wie man das machen muss. Und werden die Hose dann da einlegen. Ich habe die Dusche halt gestern erst geputzt, eine halbe Stunde dann. Das kannst du morgen dann wieder machen. Nein, du. Tom freut sich auf seine Aufgabe. Das kannst du selber machen. Okay, kommt, Leute, wir gehen. Oder soll ich die Hose noch einmal kurz vorher anziehen und dann machen wir ja, so okay, eine Vorher-Nachher? Bist du bereit? Ja. Ah, fertig umgezogen, das geht bei uns echt immer. Pixie Katze. Das hört sich ganz schlecht an. Ich wollte Pixie Kato sagen. Ach so. Aber das ist auch ein komisches Wort. Naja, auf jeden Fall habe ich diese schicke Hose an und die passt mir sogar auch. Ich finde die, ehrlich gesagt, Johanna findet die ja nicht gut. Sie sieht die irgendwie nicht mehr an. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die richtig schick eigentlich. Ich bin richtig sad, dass ich die jetzt einfärbe. Aber vielleicht werdet ihr mich bald dann öfter in einer gelben Hose reiten sehen. Der Fail ist halt, dass die Anleitung für die Waschmaschine gedacht ist. Aber wie gesagt, ich traue dem Ganzen hier nicht. Hier ist unsere wunderschöne Dusche. Die kennt ihr ja schon. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach nach unserem Gefühl. Nein, nicht nach dem Gefühl. So, Stöpsel steckt. Oh Gott, geile Augendamme. Hast du jetzt erstmal auf das Allerheißeste gemacht? Ja, es wird schon langsam heiß. Dim, 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 dim. Wir haben das Wasser jetzt hier fertig reinlaufen lassen und das ist... Oh, so heiß ist gar nicht, wie ich dachte. Soll halt 40 Grad warm sein.
40 Grad. Dann würde ich sagen, schmeißen wir das Ganze hier nochmal rein. Nein, man soll die Hose da rein tun und dann soll man das genau da drauf kippen. Schwimmen. Kleine weiße Hose. Das wird halt nicht klappen, ich sag's dir. Doch. Frag mich, ob das jetzt gelb ist. Mach auf und guck rein, das ist weiß. Ich kann euch das Produkt ja sonst nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Falls ihr euch auch was einfärben wollt, dann zeige ich euch gerade den ultimativen Tipp, wie man das gut hinbekommt. Nach der funktioniert es sogar nicht. Ja, ist so. Das ist so orange. Scheiße, Leute. Scheiße. Ich glaube, das hier ist halt so Waschpulver heller. Oh, warum machst du das denn da drüber? Dann lass das doch nein, weg. Nein, ich mach's jetzt drüber. Das gehört zusammen. Sonst hätten die das nicht. Safe, das wird fleckig jetzt. Mach hier auch noch was drüber. Schnell. Was machen wir hier so eigentlich? So bescheuert mit diesem Badesalz. Ist das Badesalz? Ja, wie heißt das denn? Waschpulver, keine Ahnung. Ja. Wir müssen das gleich eh durchkneten. Durchkneten? Ja. Ich so das Badesalz, wir müssen das halt gleich durchkneten. Oh mein Gott. Aber das Wasser sieht schon ziemlich nice aus. Wenn ihr das zu Hause so in einer Badewanne nachmachen müsst, erstmal natürlich eure Eltern fragen. Ihr wohnt natürlich in der eigenen Wohnung. Ja. Kann man einfach so einen Blödsinn machen. Nachher müssen wir die Dusche an den Vermieter noch bezahlen. Das war total dumm, das so zu machen. Jetzt ist das mega fleckig geworden, Tom. Hella, hol mal so Gummihandschuhe. Ich bin richtig unglücklich. Gib schon mal recht ab. Dann kannst du weiter reden mit deinen Freunden. Ich hol mal eben Gummihandschuhe, dann können wir das gleich durchkneten. Es war mal wieder klar. Tom macht hier so eine Scheiße. Macht dieses Badesalz da rein. Ich wollte erst das Zeug da reinmachen. Das wäre dann gleichmäßig geworden. Aber er wollte natürlich die erst da reinlegen und dann das da draufschütten. Natürlich kommen dann Flecken. So, jetzt kommt Dr. Stein. Oh, meine Süße. Okay. Ich lasse euch jetzt hier rein. Nachher sind meine Hände auch noch so. Oh mein Gott, Leute. Die ist schon ein bisschen gelb geworden. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt erstmal so eine Viertelstunde oder so einweichen. Und dann gucken wir nochmal nach unserem guten Stück. Eine halbe Stunde später. Die Zeit ist jetzt vergangen, eine halbe Stunde. Wie Tom gerade schon gesagt hat, ist jetzt vergangen. Und unsere Hose sieht so aus. Vielleicht sollten wir sie mal ein bisschen wenden. Ja, ich glaube, diese Stellen haben jetzt am wenigsten abbekommen, aber wir werden sie jetzt einfach mal wenden. Oh yes, das sieht schon richtig gut gelb aus. Oh, das wird irgendwie nicht so gelb. Ja, das wird was. Danke. Kein Problem. So ist das super tolle Endergebnis. Wow, wow. Ist ganz ein fresh geworden. Ein bisschen fleckig irgendwie. Ja, ein bisschen fleckig, so da. Das muss man schon sagen. Aber so im Ganzen fällt es echt nicht auf und ich feiere die Farbe echt. Ich hole mir jetzt erst noch eine Schabracke bei Tassia ab. Wieder von allen Leuten. Kannst du nicht mehr. Ich hole mir jetzt erst noch eine Schabracke von Tassia ab. Immer leistet ihr die von den ganzen anderen Leuten aus, ne? Weil ja. Du nichts Eigenes hast. Es tut mir leid, ich hab nichts. Woher kommt das T-Shirt nochmal? Von deiner Oma, ne? Ja, das hat mir meine Oma geschenkt. Richtig süß, dankeschön. Und die Socken, das sind meine. Nein, das sind doch, meine. Das sind du meine. Passt da niemals rein. Zeig mal von unten. 43 bis 46. Das sind nicht deine Socken. Ich habe heute ja keine Jacke. Jetzt siehst du auch noch meinen Pulli an. Hast du irgendwas von dir selber an? Ja, deine Schuhe. Und die sind nicht gelb, Hella. Ja, Leute, ich habe keine gelben Schuhe. Habe ich auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Aber barfuß werde ich jetzt nicht gehen. Wir fahren jetzt ab in den Stall. Ach, wenn es so regnet, löst sich so die Farbe von der Hose und du ziehst so eine gelbe Spur hinterher. Ey, das wäre so schlimm. Oder der Sattel wird so gelb. Nein, das passiert schon nicht, Leute. Wer weiß. Tom, hör jetzt auf, mir hier so Angst zu machen. Wo kommst du denn jetzt her? Ich habe mir noch bei Clara Bandagen abgeholt in gelb und noch eine Bürste. Habe ich mir einfach geklaut. Es sieht einfach nur scheiße aus. Die Farbe, finde ich, steht Gollum einfach absolut gar nicht. Es wird halt niemals die Farbe werden. Aber wir wollen jetzt einfach noch einen aber Catwalk machen. Aber besser als pink. Ja, nein. Wieso sage ich ja? Okay. Und Catwalk geht los. Komm, Germany's next Topmodel. Wunderhübsch. Reicht jetzt dann auch mit dem Catwalk, würde ich sagen. Und wir werden Gollum jetzt hier anbinden und dann auch schon anfangen zu putzen. Wir haben jetzt noch eine kleine Überraschung, natürlich auch in gelb oder ein bisschen bräunlich, aber eigentlich gelb. Für Gollum und zwar eine Banane. Und die kriegt er jetzt. Ich dachte, das wäre ein Telefon. Ach so, ja, stimmt. Hallo, Bananentelefon. Banana, Banana. Er kann schon gar nicht mehr erwarten. Die ist hier aber nicht mehr so. Bananig. Das darfst du nicht füttern, weil das ist ja nicht gelb. Okay, nur das. Nicht alles, Gollum. Gollum. Egal, du kriegst alles. Er war zu gierig.
Welches deine Hand? Mann! Und jetzt kommt schon der nächste Fail, Leute. Mit dieser einen gelben Bürste muss ich seinen ganzen Körper putzen. Ugh, meine Hand. Was ist damit? Schleck sie ab. Schleiche sie ab. Ja, hat ihm, glaube ich, geschmeckt. Gollums Hautfarbe passt ja auf jeden Fall gut zu dem Thema. Oder Fellfarbe. Hautfarbe. Wollen wir mal schauen, was für eine Haut er da drunter hat? Die ist halt schwarz. Wir müssen ihn mal rasieren. Ey, nein, das wird so schlimm aussehen. Wie so Nacktmolch. Ich habe mir übrigens überlegt, dass ich heute doch ohne Sattel reiten werde. Die Schabracke passt einfach nicht zum Outfit und das geht natürlich nicht. Und deshalb werde ich einfach ohne Sattel reiten mit Halsring. Das hast du ja noch nie gemacht. So wie immer. Es muss in sein, Leute. In den Top-Videos du, glaube ich, jedes Mal einen Halsring benutzt. Ja, Leute, es tut mir leid, aber der Halsring muss einfach sein. Hella. Ja? Ich habe noch was für dich. Wie in jedem Farbvideo, die passende Schleife. In dein Haar. Schöner geht's nicht. Ich werde jetzt die Bandagen dran machen und es wird einfach richtig kacke aussehen. Aber das kannst du doch nicht vorher sagen, mach die erstmal dran. Ich weiß es schon. Ich mag wirklich die Farbe Gelb einfach nicht so gerne. Zum Beispiel dieser Pulli, den finde ich echt nice, muss ich sagen. Ist ja auch meine. Aber ja, für Gollum ist es einfach nicht die perfekte Farbe. Wow, sieht doch gut aus. Ey, guck mal, wie er läuft. Ja, fand's halt blöd. Er denkt, er... er weiß... Du sollst ja noch nie Bandagen dran gehabt. Was ist los bei ihm? Ihm gefällt die Farbe einfach nicht. Ja, ich glaube auch. Wow, du hast sogar noch einen gelben Hufauskratzer gefunden. Ja, der sieht irgendwie nicht mehr so neu aus. Da ist ein Loch im Dingsystem. Ja. Die Äpfel fallen da durch. Wenigstens ist er gelb. Jetzt habe ich hier noch eine gelbe Gerte. Das ist eigentlich so eine Reflektorengerte. Aber sie ist auch gelb gleichzeitig. Gleich brechen wir die so durch. Oh. Ich mache Gollum jetzt ab und dann werde ich ihm schon mal den Halsring drüber legen. Der ist jetzt nicht ganz gelb, aber besser als gar nichts, Leute. Ich konnte halt im Internet auch keinen gelben finden, bin ich ganz ehrlich. Ja, so muss das hier sein. So läuft das behind the scenes ab, also du. Ich habe immer ein ganzes Team, was mir immer hilft hinter der Kamera. Wow. Die wollen da jetzt noch eine gelbe Planke hin tun, der immer so Mit Halsring alles schön. Da sehr sehe ich gut. Mich nicht. Das Team ist hier fleißig am Arbeiten, hier wird geputzt. Extra alles fürs Video. Da springt er doch nie im Leben drüber, oder? Ja schon, Hella vielleicht nicht mit. Das Showpferd ist noch nicht so begeistert. Was hast du getan? Ich bin nur lang geschraubt. Sehr gut. So. Du bist frei. Frei. Sieht aus wie SpongeBob. Sieht so SpongeBob aus? Nein. SpongeBob sieht besser aus. Ja, irgendwie hat sich das so eingebürgert, dass ich die Farbvideos kommentiere. Ja, und jetzt haben wir hier wieder ein sehr schönes Farbvideo. Farbe Gelb, Hellas Lieblingsfarbe und Gollum scheinbar auch, so wie er hier auch schon lossprintet. Er ist richtig motiviert, hat richtig Bock und gebockt vor allen Dingen, wie man da sieht. Ja, also ist das auch so wie bei Hunden, wenn die mit dem Schweif wedeln, dass sie dann Spaß haben? Nein, also... ja, auf jeden Fall. Er ist einfach stehen geblieben bei dem Sprung. Also vom ersten Mal ist er stehen geblieben, dann haben wir die Stange nach unten gelegt, ist er rübergegangen, hat er wieder ein bisschen Schiss gehabt, aber ist noch rübergesprungen und jetzt hat er richtig voll Kracho ein bisschen gebockt und dann, oh, ja, gut geschnitten auf jeden Fall, Heller. Aber hier ist er dann von der anderen Seite auf jeden Fall rüber und hat schön Gas gegeben und dann nochmal von der anderen Seite. Ist das nicht eigentlich die falsche Seite? Die Hütchen stehen doch auf der anderen Seite. Nein, das ist egal. Also man könnte es meinen, aber wir hatten eh keine Vorlegestange und dann ist das so. Okay. Ja, wow, wow, wow. Jetzt übertreibt er aber ein bisschen. Also ich weiß gar nicht, wie man sich da oben halten kann an diesem Stück da. Ja, das frage ich mich auch. Und wo wollte er jetzt hin? Uiuiuiui, da hat er aber ganz schön Fahrt aufgenommen. Naja, aber eigentlich hat es dann ganz gut geklappt und auch wenn Gollum heute ganz schön wild drauf war an dem Tag. Oh ja. Yeah. Aber er ist die Sprünge dann trotzdem gesprungen. Hella meinte eben, dass die Farbe ihn immer so ein bisschen irritiert oder keine Ahnung was. Ich weiß nicht, was der für eine Macke hat. Aber wenn du den Kastenbon noch hast, dann würde ich ihn auf jeden Fall zurückgeben. Weil mit seinem Schweif und diesen Farbmacken.
Naja, dann haben wir auf jeden Fall den Sprung nochmal ein bisschen höher gestellt, weil bis jetzt, das war ja noch keine Herausforderung für Reiter und Pferd. Und ja, da reiten die den auch schon an. Und zack, hat wieder super geklappt, oder? Also ja, ich kann das ja das nicht so bewerten. Mega gut. Aber das, oh, freihändig. Wow. Ja, und jetzt kommt der höchste Sprung aller Sprünge und, oh, geschafft. Und nach diesem Monstersprung kam dann noch einmal der normale Sprung. Aber das sah wirklich gut aus und damit haben wir die Session dann auch beendet. Bist du schon fertig? Ja, ich bin fertig, kann nicht mehr. Also irgendwie, ja, war Gollum heute sehr außer Rand und Band, sehr wild ein bisschen. Und ich konnte ihn nicht so gut lenken wie sonst. Im Großen und Ganzen, er ist darüber gesprungen zum Glück. Hätten wir jetzt die Planung so darunter gelegt, wäre es wahrscheinlich nicht so geworden. Das Springen an sich hat er ganz gut gemacht. So direkt ab, weil es so schlimm aussah. Ja, und damit er sich wälzen kann. Wir werden jetzt noch eben Valentino holen. Wieso hast du noch deinen Helm auf? Weil ich doch noch gerade geritten bin, aber den kann ich gleich noch abmachen. Mops! Hallo! Er knurrt schon. Hallo! Na? Erkennst du sie Na? Wieder? Du passt heute gar nicht ins Farbschema. Er will was zu essen. Er kriegt ein Korn, weil sonst wird er zu dick. Ein Korn? Wow. Na? Jetzt können wir das blaue Halfter nicht benutzen. Braves Pferd. Er frisst sogar kein Gras. In dem Moment, wo ich sagen wollte. Er braucht auch noch was Gelbes. Hier, warte, ich habe noch eine Schleife. Die kriegst du ins Haar. So. Oh, die Farbe steht ihm mega gut, oder? Jetzt mal ohne Spaß, Leute. Hallo. Jo, er rennt direkt los. Die Ponys mal wieder außer Rand und Band. Paul! Paul! Die Ponys wollten wir nämlich noch ein bisschen zusammenspielen lassen. Und dann hat hier Valentino als allererstes Summer getanzt. Und dann ging es auch schon los. Die Ponys sind hatten losgerannt. Auch richtig Bock. Ja, Valentino war auch sehr wild mal wieder. Und Paul irgendwie so. Aber insgeheim ist er auch ein Frechdachs. Ja, der hat es auch faustdick hinter den Ohren, nicht nur Valentino. Dann bin ich mit Paul da einmal rüber gesprungen. Das hat er richtig gut gemacht, weil Valentino erst nicht zu mir gegangen ist. Und dann hat Valentino es aber auch noch gemacht. Und dann haben wir die Stange Stück für Stück sogar ein bisschen höher gelegt. Er macht einfach einen richtig guten Sprung. Ich würde ihn am liebsten selber springen, aber leider bin ich ja ein bisschen zu groß für ihn. Aber dann habe ich ihn hier noch ordentlich belohnt und gekrault. Und jetzt kommt Paul. Oh Gott. Ja! Wie sah das denn aus? War das normal? Geil und süß. Wow! Er kann so hoch springen. So gefällt ihm das. Hier mag er das am liebsten, Leute, unter den kleinen Beinchen hier. Gut, Paul! Paul hat gar keinen Schiss. Wow, du Schisser. Aber Paul. Kannst du das erst vormachen, Paul? Wow. Willst dich halt auch auf der Rettungsdecke bewegen. Wirklich nichts. Wow, er legt sich sogar auf. Und jetzt kommt nochmal der Pferdeflüsterer unter den Leuten in der Halle da. Los! Super! Ja! 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 Super! Oh mein Gott, wie gut! Also wie ihr seht, ich hab's einfach drauf, ne? Die Pferde wissen einfach, was sie machen sollen, wenn ich da mit denen losjogge. Hier hat es dann ausnahmsweise einmal nicht geklappt. Aber ich muss auch sagen, ich war ziemlich außer Puste. Irgendwie ist Valentino dann doch ein bisschen sportlicher als ich, auch wenn seine Figur das nicht ergibt. Naja. Super. Du bist ja heute gar nicht gelb. Aber dafür rot im Gesicht. Ja. Gut. Super. Gut. Prima. Toll! Das war gut. Das war auch schon voll hoch für seine Größe. Wir machen jetzt noch die Sonnenshow, präsentiert von Valentino und mir.
wieder. Wow. Die Sonne. Super. Würdet ihr uns buchen für die Sonnenshow? Da rollt ihr heute den gelben Teppich aus. Präsentiert von Paul und mir. Wow. Toll. Sehr gut. Yes. Wow. Das hat immer aus der Reihe. Valentine hat keine Lust mehr auf die Show, deshalb mache ich die einfach mit Paul. Nein, nein. Er will die aufpusten, die Luftmatratze. Und winken. Antonia macht auch noch ein bisschen Halsringarbeit. Wow, du hilfst auch mit. Wow. Super, nicht Prinzessin auf der Erbse heute. Du hast eine Erbse auf dem Kopf. Ah, jetzt hast du dich gebückt. Ich war gerade so. Ich wollte dir nehmen und du so. Wir sind jetzt wieder zu Hause angekommen. Es war ein richtig guter Tag im Stall. Ich habe die Pferde noch schnell weggebracht und Tom ist noch zu seinen Eltern gefahren und hat uns Essen geholt. Dieser kleine Marini, den ich mir gekauft habe, kam gar nicht mehr zum Einsatz der Arme. Was ist das denn? Damit kriegt man eigentlich die Haare raus in der Schabracke. Aber da ich eh mit keiner Schabracke geritten bin. Aber den können wir gut gebrauchen, weil deine ganzen Pferdesachen, die lassen immer ihre ganzen Haare in der Waschmaschine. Ja, da hast du recht. Und deshalb habe ich mir den gekauft, damit ich den dafür benutzen kann. Für dieses Video habe ich ihn irgendwie nicht so gut gebraucht. Aber jetzt haben wir einen Marienkäfer. Und der sieht halt mega süß aus, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir nennen ihn Marini. Also im Vergleich zu den anderen Farbvideos, da hatte man wenigstens noch irgendwelche Sachen da. In diesem Video, ich hatte nichts von mir gefühlt. Ich habe mir dann noch das Halfter bestellt, noch die Gerte bestellt, die ich auch einfach nicht benutzt habe, weil Gollum einfach heute eh mega wild drauf war. Aber ansonsten, es ja, stand war ihm schon, halt auch einfach gar nicht. Ja, es sah auch einfach schlimm aus. Aber ansonsten war es relativ schwer, da irgendwie was zu finden. Aber ich hoffe, das nächste Farbvideo wird dann wieder ein bisschen einfacher werden für uns. Schreibt gerne mal eure Wünsche in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, tschüss!